Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Eine Bücherwoche, in der ich, wenn ihr das Video hier seht, in Berlin bin. Denn noch, wenn ihr vielleicht das Video früh genug seht, könnt ihr heute natürlich beim Kingsiana-Termin sozusagen in Berlin dabei sein. Dieser startet ja um 13 Uhr mit einem Booktuber, Blogger, Zuschauer, Freunde-Treffen und um 10 nach 20 Uhr gibt es dann King-Tet in einer Hugendubel-Filiale und ich packe euch nochmal alle Informationen dazu unten in die Infobox und ich habe dazu ja diese Woche schon ein kleines Ankündigungsvideo gedreht, in dem ich genauso aussah, weil ich das Ankündigungsvideo gerade gedreht habe sozusagen und ich hoffe, dass ihr einfach jetzt vielleicht auch noch spontan Lust habt, wenn ihr in der Nähe von Berlin seid und dort wohnt, dass ihr da einfach noch mit vorbeikommt, da würden wir uns natürlich mega, mega drüber freuen und ich, so wie mein Vergangenheits-Ich sozusagen, freut sich mega auf das Wochenende in Berlin und das kommende Wochenende zu sagen, kann ich dann schon davon berichten. Es ist mit dieser Zeitverschiebung der Bücherwochen etwas verwirrend, nach wie vor, wenn man solche Dinge im Kopf hat, aber ich finde das tatsächlich ganz lustig, wenn die Vergangenheit Steffi mit der Zukunft Steffi spricht und ja, zum Glück mache ich das nur in meinen Videos. Ich glaube, sonst würde ich wahrscheinlich irgendwann in einer geschlossenen Anstalt landen und ja, das wollen wir ja definitiv nicht. Wobei das natürlich auch eine ganz spezielle Location wäre für ein Video, aber nein, das streben wir auf keinen Fall an. Ja, die Kingsianer sind an diesem Wochenende in Berlin und wir haben hoffentlich eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich freue mich mega darauf und ja, wie gesagt, vielleicht hat der ein oder andere von euch noch Lust dabei zu sein. Es werden natürlich Vlog-Videos und ähnliches in den nächsten Tagen, Wochen dann auf unseren Kanälen auch folgen. Für alle, die nicht dabei sein können, guckt auch gerne auf Instagram vorbei. Es wird da auf jeden Fall auch in den Stories ein bisschen was los sein. Und ja, wir vier freuen uns auf jeden Fall wieder mit Hugendubel zusammen unterwegs zu sein. Nun aber natürlich zu dieser Woche, die eine ja sehr kalte Woche war. Es kam ja der Kälteeinbruch, ich glaube Donnerstag, wo es rapide mit Sturm irgendwie auf 10 Grad runtergegangen ist und das ganze Wochenende war es arschkalt. Und ich habe das definitiv so ein bisschen gemerkt. Nicht nur an meiner Stimmung, auch an Kopfschmerzen und Kreislauf. Und habe mir so gedacht, Mensch, ja, anderen geht es ja so, wenn die Temperatur nach oben geht. Bei mir ist das eher wirklich, wenn es abfällt, wo ich dann so denke, puh, jetzt musste ich aber schon wirklich sehr aufraffen, dass das Leben irgendwie weitergeht. Und wenn der Kreislauf einfach im Keller ist, da geht halt gefühlt auch nicht viel. Das hat sich dann ein bisschen ab Samstag, Sonntag wieder gebessert. Und ich habe dann auch einfach ja eine Solarium-Sitzung genutzt, um mich aufzuwärmen, um die Stimmung zu heben und das hat auch relativ gut funktioniert und man ist dann sozusagen in die kurze Woche, bei mir ist das ja nur eine 4-Tage-Woche durch die Berlin-Reise gewesen dann sozusagen, ja, ist man dann so ein bisschen besser wieder reingekommen. Ja, WM-technisch, Deutschland hat ja zumindest das zweite Gruppenspiel dann gewonnen, wenn auch in der Nachspielzeit, wovon ich immer persönlich überhaupt kein Freund bin. Man hat das ja auch bei Brasilien gesehen, ich glaube, die haben 8-9 Minuten nachgespielt, 2 Tore geschossen. Ich weiß halt nicht, ob man ein Spiel so lange verlängern muss, bis der Favorit irgendwie gewinnt. Klar, freue ich mich irgendwie für Deutschland, aber wenn man es halt in 90 Minuten nicht schafft, ja, ich bin einfach kein Freund dieser Nachspielzeit, Tore und Siege und finde das halt einfach so ein bisschen unfair, weil es sind halt einfach eigentlich nur 90 Minuten. Ja, natürlich, da sind Tore gefallen, da hat sich jemand gefreut, es ist jemand ausgewechselt worden, es war jemand verletzt. Ich kann diese Nachspielzeit durchaus nachvollziehen, finde aber einfach, dass man dann halt auch irgendwie, also wenn halt nach 90 Minuten nichts wurde, ich meine, na, dann ist das halt auch einfach so. Und so richtig gut gespielt haben sie ja tatsächlich auch nicht. Und ich habe ja auch in meiner letzten Bücherwoche gesagt, dass ich es irgendwie nicht so schön finde, wie die Kommentatoren immer dieses hätte-würde-wenn-Spielchen spielen und immer so extrem kritisieren und dass man es halt auch erstmal besser machen muss. Ja, ich habe da natürlich auch Kommentare zu bekommen und auch 2 Facebook-Nachrichten, dass ich ja auch kein Buch geschrieben habe und über Bücher spreche. Da gebe ich natürlich absolut recht. Auch ein Filmkritiker wird nicht einen Film gedreht haben, um es besser zu machen. Aber mir kommt es so ein bisschen auf das Wie an. Also ich finde es eben, das ist vielleicht in meiner letzten Bücherwoche nicht so klar geworden. Ich finde halt tatsächlich, dass Wie da kritisiert wird, einfach das Falsche ist. Denn wenn ich über ein Buch spreche, das kritisiere, versuche ich das ja sehr respektvoll zu machen und glaube, dass mir das auch gelingt. Und so geht das ja auch bei anderen bei anderen Buchbesprechern, machen wir es einfach so, oder auch Filmkritikern, die ich gucke, die das durchaus einfach positiv auch kritisieren. Und man kann halt alles ja nett und respektvoll machen, man kann es natürlich aber auch ganz anders machen. Und ich finde eben, dass es manche Sprecher schon sehr unter die Gürtellinie tun und das gefällt mir persönlich einfach überhaupt nicht.
und auch ewig gleiche Kritiken, die schon 4, 5, 6 Jahre her sind, gerade wenn man sich Portugal-Spiele anguckt und immer wieder dasselbe kritisiert, obwohl das schon gar nicht mehr so ist, wie es damals irgendwann mal war, oder auch immer das Gleiche an Cristiano Ronaldo kritisiert oder an Thomas Müller kritisiert oder an Neymar, wo ich mir denke, es ist dann halt auch mal gut. Na, wir haben es alle verstanden und da bin ich einfach tatsächlich genervt und ich mag eben dieses, wenn so in eine Persönlichkeitskritik geht, das finde ich nicht so schön. Und das hatte ich eben so ein bisschen im Kopf, gar nicht, dass man kritisiert, weil durchaus, ich stelle mich auch hin und sage, Mensch, Neuer, das hättest du besser machen können, aber einfach so das Wie. Na? Und gerade wenn man dann so die Interviews danach mitbekommt, da fragt man sich eh, was erwartet ihr von einem, der gerade 90 Minuten gespielt hat? Da ist doch der Kopf leer, also wäre meiner zumindest. Und da werden dann Fragen gestellt, wo ich mir denke, Leute, denkt nochmal über euren Beruf nach. Also dann kritisiere ich eher tatsächlich die Kommentatoren und Journalisten und Interviewer als die Fußballspieler, weil, das aber nur dazu. Also, na, dass wir da alle gewogen sozusagen sind, alle Wellen gewogen sind und ich natürlich durchaus der Meinung bin, dass man auch kritisieren kann, wenn man es nicht besser kann, aber es einfach respektvoll machen sollte und nicht immer noch so ein obendrauf und noch und noch und noch und sich so auch immer auf einen einschießt. Das finde ich unmöglich, denn Fußball ist eben eine Teamsportart und man hat es in Argentinien gesehen, ein Messi allein kann halt auch eine WM nicht gewinnen. Das ist eben einfach so. Da kann der noch so gut sein bei Barcelona. Wenn das Team nicht funktioniert, klappt es nicht. Aber gut, ist schon viel zu lange wieder über Fußball gequatscht, aber das war mir einfach wichtig, dass ich das einfach nochmal klarstelle und vorher sage und auch meine Gedanken dazu einfach kundtue und weiterhin im WM-Fieber bin und hoffe, dass alles so ausgeht, wie ich mir das wünsche, nämlich dass am Ende gerne Deutschland gegen Portugal im Finale steht. Gucken wir mal. Und dann weiß ich noch nicht so richtig, welches Herz höher schlägt. Dann einfach wahrscheinlich, wer besser ist. Aber gut, zu den Büchern dieser Woche. Es sind insgesamt 3 Bücher gewesen, die ich gelesen habe, beziehungsweise auch gehört habe. Und ein Buch möchte ich euch heute vorstellen, was ich im April, Mai gelesen habe, nämlich Test gelesen habe, was aber heute rauskommt und ich es euch deswegen auch vorstellen kann, vorstellen darf und vorstellen möchte. Und damit starten wir dann auch zu Beginn dieser Bücherwoche. Es ist Der letzte Liebesbrief von der lieben Jackie Fellgut. Ich durfte hier zum ersten Mal Test lesen, mich ganz wunderbar mit Jackie über das Buch austauschen, über die Entwicklungen im Buch austauschen. Und es ist ab heute, beziehungsweise gestern erhältlich und es passt jetzt eben auch einfach in die Bücherwoche, auch wenn ich es in der Woche nicht gelesen habe, ist jetzt eben einfach der Moment, wo die Rezensionsfreigabe zum Beispiel einfach ist und ich eben dieses Buch besprechen kann und eben auch möchte. Dann habe ich ein absolutes Highlight in dieser Woche gelesen, nicht nur ein Highlight der Woche, ich glaube definitiv auch ein Jahreshighlight, und zwar Cat and Cole, die letzte Generation von Emily Zuwada, ein Buch, das ich total unscheinbar fand, das mich so weder vom Titel noch vom Cover angesprochen hat, aber vom doch dystopischen Endzeit, wobei man das ja immer ein bisschen trennen eigentlich voneinander muss, durch eine Endzeit ergibt sich ja oft eine Dystopie, mich aber der Klappentext so angefixt hat und ich einfach mega neugierig darauf war und trotz dieses merkwürdigen Covers und trotz dieses komischen Titels, ist das wirklich ein Riesenhighlight für mich geworden. Ganz anders, eine gefühlt große Enttäuschung in dieser Woche ist die lange Reise von Annelie Wendeberg. Das ist der 3. Teil der Anna Kronberg-Reihe. Und die letzten 2 Wochen habt ihr schon Teil 1 und 2 bei mir gesehen. Heute geht es eben um den 3. Teil, der gefühlt von jemandem ganz anderen ist und gar nicht mehr den Charme hatte, den der 1. und 2. Teil sozusagen hatten, was ich sehr, sehr schade fand. Und auch eine kleine Enttäuschung, wenn auch nicht ganz so katastrophal, wie es bei Die lange Reise ist, war für mich Die kleine Sommerküche am Meer von Jenny Colgan. Das habe ich in dieser Woche gehört. Dadurch, dass ich ja die Bäckerei am Strandweg so schön fand von der Autorin, war ich natürlich auch sehr neugierig, was sie mit ihrer neuen Buchreihe Floras Küche, glaube ich, ist der Auftakt einer Trilogie, wenn ich mich nicht irre, und was sie da ein bisschen zaubert. Und sie hat es aber nicht wirklich schön gezaubert, sondern eher, so okay. Aber gut, dazu natürlich später mehr. Und dann habe ich euch ja auf Instagram mal ein neues Magazin gezeigt, Einfach Sein.
ist bereits die dritte Ausgabe und mir ist erst die dritte Ausgabe dann tatsächlich aufgefallen. Und ja, da haben mich auch einige unter Instagram gefragt, dass ich da gerne mal dazu berichten kann und das würde ich dann natürlich auch einfach mal so tun. So, nun starten wir aber mit dem ersten Buch der Woche, das ich wie gesagt nicht in dieser Woche gelesen habe, sondern im April und auch ja, im Mai, glaube ich, ging dieses Testlesen sozusagen von der lieben Jackie Fellgut los und ich habe mich mega, mega gefreut, als sie ja, mich gefragt hat, ob ich das bei ihrem neuen Projekt machen möchte. Und als ich ja, so ein bisschen den Plot hörte und die Geschichte, konnte ich natürlich gar nicht Nein sagen. Ich bin ja ein riesengroßer Fan von der lieben Jackie Fellgut. Nicht nur, weil ich sie persönlich unglaublich mag und sehr in mein Herz geschlossen habe, sondern weil ich auch ihre Liebesgeschichten sehr, sehr toll finde. Ich mag ihre Sprache, ich mag ihre ja, Geschichten. Ich mag, wie sie ja, die Liebesgeschichten mit Lebensgeschichten und noch mit Lebensweisheiten so ein bisschen spickt. Und dass es für mich nie zu kitschig ist, sondern es wirklich für mich den perfekten Level an Kitschigkeit, an Liebe, an Schmalz hat, den ich brauche, den ich gerne lese. Und das macht für mich einfach Jackie zu ja, 100% perfekt. Und jedes neue Buch von ihr ist eben für mich wirklich, wo man merkt, sie nimmt da so viel mit aus den vorhergehenden Büchern. Sie macht Dinge einfach immer noch besser, intensiver, stärker, schöner und findet eben wirklich, ja, für mich auch dieses Liebesroman-Genre, gerade im deutschsprachigen Bereich, erfindet sie für mich gefühlt wirklich neu. Und ja, das sei vorneweg gesagt. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich als Testleser, glaube ich, durchaus auch ein bisschen strenger bin, als wenn ich einfach nur ein Buch lese. Ich blende da tatsächlich, das habe ich auch bei Laura Newman immer so gemacht, ich blende da den Autor im Grunde aus und greife mir dieses Buch, wie wenn ich gar nicht wüsste, von wem es ist und versuche eben alles so neutral wie möglich zu sehen. Das gelingt einem natürlich nicht immer. Gerade bei normalen Büchern, beim Testlesen klappt das aber relativ gut, sodass ich dann auch wirklich ein bisschen schonungsloser sozusagen meine Gedanken dazu sagen kann. Und wie gesagt, das Buch ist jetzt diese Woche nicht gelesen, wird bei mir aber in die Woche reingepackt und auch in den Büchermonat landen und ist daher eben auch ein kleines Highlight in diesem Büchermonat. Und ich ja, muss euch jetzt einfach davon erzählen. Ich muss euch nicht nur auf diese schöne Cover sozusagen hinweisen, das wirklich wieder ein absolutes Träumchen ist, was mich ja direkt angesprochen hat, als ich das erste Mal dann so auch noch im Entwurf gesehen habe und einfach dachte, wenn man die Geschichte kennt und die Geschichte einen eingesogen hat, dann passt dieses Cover einfach 100% und es ist so schön, diese kleinen Details im Cover dann eben aus der Geschichte zu kennen. Aber worum geht's in dem Buch von der lieben Jackie? Es geht um Nell, eine junge Frau, die, als wir sie kennenlernen, gerade dabei ist, ja, mit ihrer Tante Bernadette so ein bisschen aufzuräumen, umzuräumen und auszumisten. Und ja, Nell hat schon sehr früh ihre Eltern verloren und ja, leidet da auch so ein bisschen darunter und ja, hilft eben ihrer Tante so, wo sie im Grunde nur kann, denn sie ist bei ihrer Tante auch aufgewachsen und die haben doch ein sehr inniges Verhältnis, was ich wirklich sehr, sehr schön fand und man spürte so ein bisschen direkt zu Beginn diese Bände. Beim Aufräumen findet die liebe Nell von ihrer Tante, ja, scheinbar von ihrer Tante, einen Liebesbrief, der ihr doch sehr zu denken gibt, denn sie eben immer so das Gefühl hat, dass ihre Tante irgendwie auf dieses Glück verzichtet hat und ja, jetzt möchte sie ihrer Tante etwas zurückgeben und macht sich eben auf die Suche nach ja, dem Absender des Briefes, nach weiteren Briefen und das macht sie zusammen mit dem Modefotografen Sam, einem attraktiven, ja, herzerwärmenden ja, jungen Mann, der seine Muse verloren hat. Seine Muse war ursprünglich mal seine Freundin, ein Model, das er im Grunde entdeckt hat, das sehr erfolgreich ist. Und als ihm die Muse abhanden gekommen ist, ja, verliert er so ein bisschen den Spaß am Leben und auch den Spaß am Fotografieren. Und er sieht etwas in Nell, ja, was Nell in sich gar nicht sehen kann, sehen möchte und sich dagegen auch so ein bisschen sträubt. Doch Sam ist da doch tatsächlich ein bisschen hartnäckiger und so machen sich beide auf die Suche in die Vergangenheit, um Dinge zu finden, die sie gar nicht gesucht haben, um Dinge zu finden, die sie nicht erwartet haben und wirklich dahinter eine bezaubernde Lebensgeschichte zu finden und eben wie sich selbst eben Leben und Lieben entwickeln können und ja, auch das Besondere im Leben eben
ja, zu finden und weiterzugeben. Es ist eben nicht nur eine Liebesgeschichte zwischen verschiedenen Zeiten, sondern eben auch eine Geschichte über Familie, über ja, Musen sozusagen, über alte Narben und wahre innere Schönheit. Und das sind so Themen, die man sonst gefühlt immer nur so ein bisschen einzeln betrachtet in Geschichten findet und hier aber wirklich so ein bisschen zusammengefasst hat. Und das auf eine sehr intensive Art und Weise, denn Jackie wird hier unglaublich tiefgründig, sie schafft Charaktere, die wirklich unter die Haut gehen. Es gibt Gänsehautmomente, es gibt Herzschlagmomente, es gibt weinende Momente. Das Ende hat mich komplett aufgelöst, zurückgelassen und ich war fix und fertig. Ich konnte, glaube ich, tatsächlich danach nur eine WhatsApp-Nachricht schreiben, so aller jetzt bin ich total fix und fertig, alles andere folgt morgen. Und eine Geschichte, die mich sehr berührt hat, vom Sprachstil einfach sehr schnell ist, modern ist, aber tiefgründig ist, die Charaktere wirklich herausragend, hervorbringt und herausarbeitet. Und man nicht das Gefühl hat, dass das einfach nur Charaktere in einem Buch sind, sondern die könnten einfach vor einem stehen und einem diese Geschichte erzählen. Und das macht sie mit einer ganz, ganz wunderbaren Leichtigkeit, mit Worten, die ich wirklich sehr schön finde, die ich treffend finde, die ich absolut perfekt finde und die wirklich diese Liebesgeschichte, diese Menschlichkeit und Gefühlswelt wirklich einfach perfekt rüberbringt. Und das ist wirklich eine der ganz, ganz großen Stärken von Jackie, dass sie Menschen wunderbar beobachten kann und das auch wirklich rüberbringen kann und uns präsentieren kann, zeigen kann und uns wirklich verzaubert und uns eben diesen Weg mitnimmt an ja, versteckte Orte, an geheimnisvolle Orte, zu einer scheinbar geheimnisvollen Liebe, wer mit wem und wann und wo und das eben so gefühlt ein bisschen auf zwei Ebenen. Wir bleiben aber in unserer Zeit, aber durch Briefe und sonstige Dinge erfahren wir eben was aus der Vergangenheit und das fand ich einfach so schön, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, damit hat mich Jackie komplett überrascht und eben auch so die ein oder andere Wendung darin und es gibt einen Sam. Was soll ich denn noch dazu sagen? Sams sind eben einfach immer wieder toll, ganz egal, ob es bei Herr der Ringe ist, ob es bei Game of Thrones ist oder im letzten Liebesbrief, es gibt einen Sam. Und ich, ja, das ist mein absoluter neuer Herzenslieblingscharakter aus einem Buch. Er reiht sich in die Sam-Liebe sozusagen ein und Jackie hat hier wirklich einen männlichen Charakter, Protagonisten erschaffen, denn wir haben hier eben auch zwei Perspektivwechsel, die ja die Sicht auf die Dinge wirklich sehr schön rundherum betrachtet, was ich wirklich absolut gelungen fand. Und sie hat hier wirklich einen Charakter erschaffen, den man einfach eigentlich immer nur ins Herz schließen kann und wirklich sich so an mancher Stelle schon fragt, ach Mensch, Junge, ach, jetzt hier, aber einfach wunderbar. Also Jackie hat hier eine Geschichte geschaffen, die mir wirklich ans Herz gegangen ist, die mich sehr berührt hat, die dieses Liebesgeschichtsdings sozusagen ganz anders definiert und in eine andere Richtung gebracht hat, was ich einfach innovativ und neu finde und mir großen Spaß gemacht hat. Und auch wenn das Ende mich wirklich total mitgerissen hat, berührt hat und ja auch das, also wirklich Taschentücher da gebraucht wurden, ja, das finde ich macht es einfach so besonders und das hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht und es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte geworden und ja, es war wirklich toll. Auch natürlich die Zusammenarbeit mit Jackie, auch das ein oder andere einfach mal zu kritisieren, wo man so oder auch mal zu hinterfragen und dann einfach miteinander an diesen Szenen, die vielleicht so gefühlt für einen beim ersten Mal nicht funktioniert haben, zu arbeiten. Ja, auch das fand ich wirklich sehr besonders und schön und das ist eben das, was ich immer wieder schön finde, dass man dann so am Entwicklungsprozess auch ein bisschen dabei ist. Und meine Schwärmerei ist aber wäre aber auch der Fall, wenn ich nicht Testleser gewesen wäre, weil die Geschichte wirklich einfach besonders und schön ist und das war sie schon vor meinen Anmerkungen und ist sie jetzt auch im Grunde danach. Und ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen, wer was fürs Herz möchte, wer Lebensgeschichten mag, wer so ja, sich auf geheimnisvolle Pfade begeben möchte, wer einen grandios, tollen, liebenswerten, ja, männlichen Protagonisten Charakter möchte, der ist hier absolut richtig und sollte sich dieses Buch auf jeden Fall näher ansehen als E-Book. Aktuell auf jeden Fall schon erhältlich, ihr findet alles unten in der Infobox und es wird es dann natürlich auch als Taschenbuch geben und ja, das ist wirklich ein kleines Highlight, was mich ja die letzten Wochen auch durchaus begleitet hat, weil es natürlich immer mal wieder etwas zu besprechen gab und ja, mir das wirklich unglaublich gut gefallen hat und ich die Geschichte lange, lange in meinem Herzen tragen werde.
Meine Bücherwoche startete allerdings eigentlich mit dem jetzt folgenden Buch, nämlich Cat and Cole, die letzte Generation von Emily Zuwada. Ein Buch, das mir vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde und ich fand tatsächlich das Cover grottenschlecht. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, auch mit dem Titel Cat and Cole. Da dachte ich auch wieder, ach, warum muss da schon wieder so ein männlicher und weiblicher Charakter genannt sein? Aber, jetzt kommt dieses ganz große Aber, es hat mich irgendwie schon angesprochen und spätestens der Blick in den Klappentext, der hat mich total angefixt. Denn es war hier schon so, ein bisschen das Thema, eine Endzeit, Apokalypsen, Dystopie, so eine Mischung aus all diesen Dingen. Und das hatte mich irgendwie gefesselt. Und da musste das Buch natürlich auch direkt als E-Book sozusagen her. Ich finde tatsächlich, dass der englische Titel viel, viel besser passt. Und zwar ist das This Mortal Coil, was ja so ein bisschen wie diese sterbliche Rolle, diese sterbliche Spirale eigentlich viel mehr über die Geschichte sagt, wenn man die Geschichte denn kennt. Es ist aktuell noch nicht der zweite Teil im Englischen erschienen. Er wird im November erscheinen, This Cruel Design, was schon sehr viel erwarten lässt. Und ich bin mega gespannt, wann natürlich dann auch der zweite deutsche Teil erscheinen wird. Ich denke mal, wenn er im November erscheint, vielleicht dann tatsächlich Februar, März nächsten Jahres im Deutschen. Ich glaube, es wird eine Dystopie, eine Trilogie, bin mir aber gerade nicht sicher, ob es tatsächlich nicht nur zwei oder sogar diese drei Bände eben dann wird. Deswegen, ich dachte, ich hätte irgendwo Trilogie gelesen, bin mir da aber nicht so ganz sicher. Ja, was erwartet uns in diesem Buch? Es ist eine Seuche ausgebrochen auf der Welt, die sehr viele Menschen dahingerafft hat, die sie zu einer Art Zombie-artigen Geschöpfen macht und alle, die nicht davon betroffen sind, verziehen sich im Grunde in Bunker und versuchen eben der Luft nicht ausgeliefert zu sein, denn eben der Erreger wird über die Luft scheinbar, ja, was man zumindest weiß, übertragen. Wir treffen auf Cat, eine junge Frau, die in der Wildnis lebt und auch überlebt, die sich immunisiert, indem sie eben durchaus betroffenes Fleisch in einem gewissen Stadium, also Menschenfleisch, in einem betroffenen Stadium auch isst. Denn wenn man das eben so zu sich nimmt, dann immunisiert sich eben der Körper für eine gewisse Zeit. Und die gleichzeitig so ein bisschen eine Gegenspielerin des Systems ist, das wird relativ schnell deutlich, dass sie eben im Grunde der Widerstandsbewegung so ein bisschen zugehört. Nichtsdestotrotz genießt sie aber ihre Freiheit, denn ihr Vater hat sie vor 2-3 Jahren, als er im Grunde für die Regierung gearbeitet hat, davor gewarnt, zu nahe an diese Regierung heranzukommen, zu nahe an dieses Schutzprojekt heranzukommen, denn sie trägt eben irgendetwas in sich, was besonders ist und das soll eben nicht in die Hände fallen. Als er selbst eben vor 2-3 Jahren zusammen mit ihrem damaligen Freund und auch dem Mitgehilfen ihres Vaters eben verschleppt wird, um eben einen Impfstoff zu entwickeln und seitdem ist eben Cat auf sich alleine gestellt. Und zusammen mit Dex, der eben damals ihr Freund war und eben auch ein absolutes Genie auf dem Gebiet ist, was man im Grunde für eine Impfstoffentwicklung braucht, merken wir natürlich, dass sie darunter natürlich sehr, sehr leidet, von ihren geliebten Menschen sozusagen auch verlassen zu sein und alleingelassen worden zu sein. Wir sind hier in einer Welt, die sehr technologisch funktioniert. Die DNA ist im Grunde komplett entschlüsselt und man verwendet oder man hackt sozusagen in sich selbst herum, um sich besser zu machen, um sich zu heilen, um allerlei Dinge an sich zu verändern und Cat ist hier wirklich hervorragend auf ihrem Gebiet. Sie kann Codes schreiben und lesen wie keine andere, was sie definitiv von ihrem Vater im Grunde auch gelernt hat. Sie versteckt sich eben in der Welt, bis eines Tages ein Soldat bei ihr auftaucht, der ihr mitteilt, dass ihr Vater gestorben ist und sie die Einzige wäre, die den Impfstoff eben lesen könnte, weiterentwickeln könnte und auch veröffentlichen kann. Und es beginnt ein rasanter Roadtrip, ein Fluchtweg eben heraus aus der Wildnis und möglichst nicht in die Arme der Gesellschaft, für die ihr Vater gearbeitet hat. Und es kommt aber alles dann doch ganz anders, als man denkt. Wer jetzt denkt, oh, das klingt doch nach einer Dreiecksgeschichte beziehungsweise irgendwie nach einer Liebesgeschichte, natürlich der Name vermutet, dass es so etwas ist. Es ist aber, und da kann ich zum Beispiel Elias und Laia absolut anbringen als Beispiel, es hat gefühlt einfach gar nichts mit einer Liebesgeschichte zu tun, sondern es geht natürlich um Cat und es geht auch um Cole. Und es geht natürlich auch, dass beide irgendwann aufeinandertreffen und es geht natürlich um die Geschichte der beiden. Aber
dass man da jetzt eine Liebesgeschichte oder gar eine Dreiecksgeschichte oder eine Vierecksgeschichte erwarten müsste, könnte, sollte. Nein, da bin ich absolut dagegen. Natürlich spinnen sich, und so ist das ja oft in jugendlichen Büchern, so die ein oder andere Liebesfäden, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Aber die sind wirklich nur absolut am Rande. Also man sollte sich nicht vom Cover und nicht vom Titel abschrecken lassen. Das finde ich, das ist ganz schrecklich, wie man das im Deutschen gewählt hat. Denn das Buch ist einfach mal etwas ganz, ganz anderes. Und ja, ich habe schon viel im Jugenddystopien, Endzeit, Apokalypsen-Universum gelesen, dass man eigentlich denkt, ach, es ist doch alles erzählt. Alles läuft nach Schema F und man weiß im Grunde schon vorher, wie irgendwas passiert, in welche Richtung es geht. Und man hat manchmal auch so eine Erwartungshaltung, die schon ein bisschen geringer ist, weil man einfach denkt, man will nur gute Unterhaltung, also nur in Anführungszeichen. Doch bei Cat and Cold bekommt man Unglaubliches geboten. Es ist neuartig, es ist innovativ, es ist unfassbar technisch, es ist detailreich, es ist wissenschaftlich und man taucht in diese technische Welt ein, die zwar zukünftig ist, aber einfach mit diesem ganzen Gengespiele gar nicht so unrealistisch ist. Es ist mega spannend, es ist packend, man hat hier eine Charakterin, die mich mal endlich an eine Katniss Everdeen erinnert, die ich einfach großartig finde, die stark ist, die kämpft, die Risiken eingeht, die nicht rumjammert, weil hier irgendwie, keine Ahnung, eine Schussverletzung oder sonst was ist, sondern die straight ihrem Ziel folgt, die genau zu glauben weiß, wo sie hin muss, wie sie das erreichen kann, wie sie die Menschen, ja, vielleicht sogar ein bisschen manipuliert, um dahin zu kommen, und die das einfach stark durchzieht. Das fand ich großartig. Cat ist mir total ans Herz gewachsen. Ich finde, sie hat das großartig gemacht und es war einfach schön, endlich mal eine starke Protagonistin im Jugendbuchbereich zu haben, die, was mich ja in den letzten Wochen immer mal aufgeregt hat, aber hier haben wir endlich mal jemanden, wie ich sie mir wünsche. Wie sie tickt, was sie denkt, dass sie eben nicht an 500 Männern oder Typen denkt, die ihr irgendwann mal im Leben über den Weg gelaufen ist, die zwar manchmal schon ein bisschen skrupellos auch ist, aber eben durchaus das Gefühl nicht verliert, was richtig und falsch ist. Und auch ja, diese technischen Details, die es eben gibt zur DNA, wie das funktioniert, wie diese Welt funktioniert, das fand ich unglaublich großartig. Es ist natürlich ein bisschen komplizierter, man muss sich ein bisschen reinfuchsen, aber das fand ich so besonders. Es ist endlich mal etwas, worüber man nachdenken kann und muss und was einen mitführt und was einen vor Augen führt, was eben Technologie vielleicht tatsächlich kann und was uns da erwartet auf dieser Welt. Vielleicht nicht uns, aber vielleicht mal so in 100, 200 Jahren, insofern es die Welt dann noch so kippt, wie wir sie kennen. Aber es war einfach bombastisch. Es war toll geschrieben, es war rasant, es hatte Wendungen, die mich von den Socken gehauen hat. Es sind Dinge passiert, wo ich dachte, das macht die Autorin doch nicht jetzt wirklich. Und oh, gerade gegen Ende gab es eine Wendung, die mich komplett umgehauen hat, wo ich wirklich dachte, das gibt's doch nicht. Hätte ich nie mit gerechnet. Denn es, ja, die Autorin geht hier einfach Wege, die einfach mal anders sind, die neuartig sind und die man einfach nicht kennt. Und das finde ich persönlich einfach großartig. Das hat mich gefesselt, gepackt. Ich habe das im Grunde wirklich verschlungen. Ich konnte es gefühlt nicht aus den Händen reißen. Und es ist wirklich der Hammer. Und das ist eben diese, wie eben eine Dystopie entsteht. Wir haben eben hier eine Endzeitapokalypse. Wir haben ein Virus und daraus entwickelt sich dann eben eine skrupellose Regierung. Und das ist ja dann erst der dystopische Teil. Also im Grunde, es ist nicht eine klassische Dystopie, es ist schon, ja, halt auch so dieser Endzeit-Thriller, dieses Endzeit-Apokalypsen-Ding, was ich immer wieder ja gerne lese, durchaus. Und wenn es auch natürlich in dem epischen Teil nicht an eine Passage-Trilogie heranreicht, ja, was ja für mich, ach, das Maß aller Dinge ist, ist es doch für ein erwachseneres Jugendbuch wirklich der Hammer. Also es ist, es erzeugt Bilder im Kopf, die ich unglaublich gelungen fand. Und ich mochte eben auch einfach die Charaktere. Ich mochte nicht nur Cat, ich mochte auch Cole, den ich auch absolut, ja, liebe, den ich finde, wie toll er das alles macht. Ich mochte Dex, ich mochte auch diese Nebencharaktere, die immer mal so auftauchen und die einfach tiefgründig waren, die bildhaft beschrieben waren und man einfach einen Filmcast sozusagen vor Augen hat. Und das ist einfach großartig. Also für ein Jugendbuch, wenn es auch ein etwas erwachseneres Jugendbuch ist, weil es ist da doch tatsächlich an mancher Stelle schon sehr brutal und sehr heftig, was da passiert. Und ich glaube, man muss eben dieses Wissenschaftliche auch verstehen, damit man der Geschichte folgen kann. Und dann ist das eben schon eher was für erwachsenere Jugendliche oder
ältere Jugendliche. Und da, aber dann, es macht unglaublichen Spaß. Also ich habe das wirklich aufgesogen, ich habe das einfach geliebt und ich bin absoluter Fan und ich freue mich so auf den zweiten Teil, dass ich tatsächlich überlege, mir nicht schon im November den englischen Teil zu holen. Wobei ich natürlich das Technische vielleicht im Englischen schon sehr herausfordernd fände. Aber das ist wirklich eine Reihe, die mich absolut begeistert hat und ja, nicht nur ein Monatshighlight sein wird, sondern absolut auch ein Jahreshighlight. Ich fand das einfach Hammer. Ja, und ich glaube, das reicht jetzt der Schwärmerei auch. Aber absolute Empfehlung, wer sowas gerne liest, der, also lasst euch wirklich nicht von Namen und Cover abschrecken. Wobei ich glaube ja, ganz viele finden das Cover schön. Allerdings steckt eben nicht drin, was das Cover verspricht. Und das ist halt immer so eine Gefahr. Das ist ja auch wie bei Elias und Laia, wo man sich denkt, was haben denn diese Augen mit der Geschichte zu tun? Das ist so, ach, ja, was rede ich da, ne? Ja, parallel gelesen habe ich dann, ach ja, den dritten Teil, und da kommen wir jetzt zu einer nicht so euphorischen Rezension. Die lange Reise, der dritte Teil der Anna Kronberg-Reihe von Annelie Wendberg. Ich war ja in den letzten zwei Wochen sehr im Fieber dieser ja, Krimi-Reihe. Ich fand den ersten Teil ja wirklich sehr gelungen, sehr packend, sehr spannend. Ich mochte das Zusammenspiel von Anna Kronberg und Sherlock Holmes und das ist einfach so das, was so toll funktioniert. Ich fand den zweiten Teil ja schon nur noch sehr gut, da er eben die ein oder andere Länge hatte und eben auch so ein bisschen dieses Grimmi-mäßige, so ein bisschen im überdurchschnittlich da war und auch wenig Sherlock, dafür sehr viel Moriarty da war. Denn der Bösewicht von Sherlock Holmes hat natürlich auch in dieser Reihe seinen Auftritt und ich war mega, mega gespannt. Da dass der Cliffhanger am Ende vom zweiten Teil so spannend war, musste ich natürlich direkt den dritten weiterlesen. Und war ganz froh, dass der bei mir auch dann angekommen ist, passend, ich glaube am Freitag oder letzten Samstag, und ich das dann im Grunde weiter suchten konnte. Ja, im Grunde geht es in der Reihe ja um Anna Kronberg, eine Frau, die 1890, glaube ich, ja Ende des 19. Jahrhunderts im Grunde lebt, die sich als Mann verkleiden muss, damit sie eben als Biochemiker, ja, Arzt im Grunde arbeiten kann, dass sie überhaupt studieren konnte, versteckt sie sich im Grunde hinter Männerkleidung und ja, muss ihre wahre Identität eigentlich verbergen. Bis sie eines Tages zu einem Fall im ersten Teil geführt wird, wo die Cholera in der Nähe von London auftaucht und da trifft sie eben auf einen großen, sehr adretten jungen Mann ja, namens Sherlock Holmes und beide sind sozusagen ja, Genies auf ihren ja, Wegen, auf ihren Gebieten und beide ergänzen sich auch ganz wunderbar. Anna ist mir manchmal tatsächlich ein bisschen zu viel Sherlock Holmes, weil das so ein bisschen diese Einzigartigkeit von Sherlock Holmes für meine Begriffe zu untergräbt und man denkt, naja, gefühlt kann das ja jeder, was Sherlock Holmes kann. Was ja, wie wir wissen, eigentlich nicht der Fall ist, aber natürlich ist sie manchmal doch ein bisschen weniger Sherlock und mehr Anna, was tatsächlich ganz gut ist. Ich hatte ja schon befürchtet, dass sich da Liebesgeschichten oder sonstige Dinge abspielen. Es kam anders als er erwartet, aber dann kam es doch irgendwie so, wie ich dachte und das macht im dritten Spaß gefühlt. Im dritten Teil gefühlt leider sehr wenig Spaß. Der erste Teil hatte mir ja sehr, sehr gut gefallen, einfach weil, auch wenn ich kein Krimi-Leser bin, es eben wenig Krimi war, sondern mehr Detektivarbeit, was ja für mich definitiv ein Unterschied ist, weswegen ich auch Sherlock Holmes sehr mag. Aber so einen klassischen Krimi wie Tatort oder so einfach nichts mit anfangen kann. Die Sherlock-Holmes-Atmosphäre hat mir im ersten Teil super gefallen. Ich bin ein großer Fan von Moriarty. Ich liebe diesen Bösewicht aus der Sherlock-Holmes-Welt unglaublich. Und so habe ich ihn im zweiten Teil auch sehr genossen. Und es ist natürlich schon so, dass die Sherlock-Momente immer wieder Spaß machen. Das ist auch im dritten Teil so. Aber, und das große Aber im dritten Teil ist, dass das unglaublich melancholisch ist. So viel Traurigkeit, so viel Verzweiflung und es macht einfach keinen Spaß. ja, man möchte natürlich schon wissen, wie es weitergeht, man möchte wissen, wie es ausgeht und es flackert auch immer wieder so ein schöner Moment in diesem Buch hervor, aber der dritte Teil ist einfach nur schlecht. Und man fragt sich, was hatte die Autorin für ein Problem? Das ist wirklich die Frage, die ich mir stelle. Was ist hier passiert? Man hat manchmal den Eindruck gehabt, das ist gar nicht die gleiche Autorin. Das ist so ein bisschen wie bei Die Bestimmung von Veronica Roth, wo man sich im dritten Teil fragt, hä, ist das die gleiche Autorin, die dich gerade in Teil 1 und 2 noch begeistern konnte? So ging es mir tatsächlich auch hier. Und es
es geht nahtlos an den zweiten Band weiter und man hat hier auch so ein bisschen eine Flucht und man ist hier ein bisschen im Land unterwegs, was durchaus ganz schön war, um einfach so diese Zeit aufzusaugen. Und das kann Annelie Wendeberg. Sie kann diese Zeit einfach ganz wunderbar beschreiben, sie kann sie rüberbringen, sie kann sie bildhaft zeigen und sie bringt die einem auch sehr, sehr nahe, sodass man den Geruch vom ekligen London zu dieser Zeit durchaus auch in der Nase hat und sich fragt, ach, was müfft hier gerade so? Das macht sie unglaublich gut, das möchte ich ihr gar nicht abstreiten. Aber die Entwicklung, die hier Anna Kronberg nimmt und auch Sherlock und alle anderen Charaktere, die ist einfach nur schrecklich. Zudem ist das wirklich ein Trauerspiel. Also da gibt es keine leuchtenden, schönen Momente. Es ist gefühlt total melancholisch. Man könnte die ganze Zeit weinen oder traurig vor sich hin sinnieren. Man wird gefühlt depressiv beim Lesen. Und das ist was ich überhaupt nicht mag. Und ich mich frage, warum? Wo ist dieser Esprit hin, den wir im ersten Teil hatten? Dieses Necken zwischen Anna Kronberg und Sherlock Holmes, wo ist das nur hin? Und dieses sich gegenseitig immer toppen und... Ja, es ist sehr, sehr, sehr schade, dass das wirklich so ein Ende genommen hat. Und auch wenn da Shakespeare zitiert wird, und dass Sherlock Holmes durchaus immer wieder so einen Glanzpunkt setzt in der Geschichte. Es ist nicht gut. Also es tut mir wirklich leid und ich hätte es gerne geliebt und gemocht und die Reihe damit sozusagen ganz wunderbar abgeschlossen. Aber leider ist es nicht meins. Und ich kann tatsächlich die schlechten Kritiken auf Amazon unter anderem sehr, sehr gut nachvollziehen. Und schließe mich denen leider auch an. Ich habe ja noch den vierten Teil hier, das ja eigentlich ein Prequel ist, also die Vorgeschichte zu Teufelsgrinsen im ersten Teil erzählt. Gerade ist mir nicht danach, den zu lesen. Ja, leider. Aber es hätte so gut sein können. Ja, es hat aber dazu geführt, dass ich tatsächlich die erste Folge von Sherlock auf Netflix nochmal geguckt habe. Und ich habe die Serie dieses Jahr eigentlich schon mal gerewatcht. Und eigentlich habe ich keine Zeit, die nochmal zu rewatchen, aber die erste Folge, eine Studie in Pink, ist schon schön. Oder ein Fall in Pink, glaube ich, dann in Deutschland. Oh, ja, aber leider der dritte Teil, keine Empfehlung. Also Teil 1, wirklich grandios, absolut bitte lesen. Teil 2 war noch sehr gut. Teil 3, ich frage mich, warum? 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 Und auch, ja, das letzte Buch der Woche ist eher... Ja, und zwar Die kleine Sommerküche am Meer von Jenny Colgan. Der erste Teil, ich glaube, einer Trilogie, Floras Küche, wunderbare Küche. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Übertitel sozusagen der Reihe sein wird. Habe ich als Hörbuch gehört. Die Sprecherin ist Fanida Karun und es hat eine Hörzeit von 12 Stunden und ich glaube 45 Minuten gehabt. Und ich habe ja auch die beiden anderen Bücher von Jenny Colgan gehört. Das war ja die Bäckerei am Strandweg und Ein Sommer in der Bäckerei am Strandweg. Und die Bäckerei am Strandweg war ja ein kleines Highlight für mich. Und der zweite Teil im Sommer, das war nicht mehr ganz so schön. Ich werde dann auch Winter, Weihnachten noch hören, allerdings tatsächlich erst im Winter. Das ist dann der dritte Teil der Reihe. Und ich habe mich einfach so ein bisschen auf dieses Feeling vom ersten Teil durchaus gefreut, weil ich mag so ein bisschen Inselfeeling, Wohlfühlromane, die funktionieren bei mir als Hörbuch sehr, sehr gut. Als echtes Buch tue ich mir immer ein bisschen schwer, aber als Hörbuch, so wenn man irgendwo rumliegt, gammelt, läuft, putzt, was auch immer, funktioniert das für mich sehr, sehr gut, weil es eben auch nichts Hochkonzentriertes sozusagen ist, sondern es eben durchaus auch so ein bisschen nebenbei gehört werden kann und man nicht ganz so viel Konzentration aufbringen kann. Aber ich war sehr gespannt auf Die kleine Sommerküche am Meer, denn wir treffen hier auf Flora, die, als ihre Mutter gestorben ist, den Hof ihrer Familie ja im Grunde davon flüchtet und als Anwaltsgehilfin in London arbeitet. Doch für einen Fall muss sie dann auf die Insel Moor, ist eine schottische Insel, muss sie zurückkehren und zieht da eben auch in das Haus ihres Vaters und ihrer Brüder sozusagen mit ein und ist ein bisschen über diese ganze Familie sehr verwundert, wie die so funktionieren, wie das alles so tickt, wie ihr Vater so drauf ist und die Brüder auch alle ein bisschen merkwürdig und wie halt dieser Hof auch gerade so ein bisschen...
ja, funktioniert und ja, da ist sie so ein bisschen, ja, sie ist halt gefühlt einfach ein Städter, sie ist Londonerin und sie will eigentlich so ein bisschen mit diesen ganzen Naturgedöns gar nicht mehr viel zu tun haben. Doch trifft sie oder findet sie dann im Haus die Kochbackbücher ihrer Mutter und findet irgendwie Gefallen daran zu kochen und zu backen und die Leute in ihrer Umgebung sozusagen auch ein bisschen zu verköstigen und findet es eben schön, das auch so ein bisschen ein Gedenken an ihre Mama zu machen. Gleichzeitig trifft sie auf der Insel dann auf den Kunden, den Klienten Colton, der ihr im Grunde so ein bisschen von den Plänen auf der Insel erzählt, was er so vorhat, warum er hier so räuberisch umherzieht und alles Mögliche aufkauft und ja, der sich im Grunde immer wieder fragt, warum mögen mich denn die Leute auf dieser Insel nicht? Und gleichzeitig ist sie aber ja, ein bisschen unter Druck, weil sie muss ihrem Chef Joel gefallen, weil sie in dem schon lange heimlich verliebt ist. Und so richtig verstehen, warum das der Fall ist, tue ich nicht. Aber sie ist eben verliebt, wie das ja öfter mal in solchen Büchern der Fall ist. Und auch wenn er ein relativ großer Idiot ist, ja, ist sie ganz fasziniert von ihm. Und da kommt im Grunde schon, schwingt die Kritik sozusagen schon mit, die ich später auf jeden Fall auch noch habe. Ja, und wir begleiten jetzt im Grunde ja, Flora auf dieser Insel mit dem Klienten, mit ihrem Chef, mit der Familie, wie sie eben so ein bisschen dazu findet, ja, im Grunde an das Gedenken ihrer Mutter, ja, sich daran zu erinnern und das im Grunde auch ein bisschen hochzuhalten und ja, wie sie so eine Leidenschaft entdeckt, die ganz tief in ihr schlummert. Ja, mir ist durchaus bewusst, dass das der erste Teil einer Trilogie ist. Ja, mir ist klar, dass das natürlich nur die Vorgeschichte sein kann und wir noch nicht mitten ins Thema einsteigen. Aber wenn sich die Hälfte des Buches, das könnte gefühlt gar nicht gereicht haben, mit Vorgeplänkel beschäftigt, dann hat man irgendwann keine Lust mehr. Und es war tatsächlich so, dass ich irgendwann dachte, ach Mensch, jetzt komm doch einfach mal zu Potte. Wann geht es denn jetzt endlich los? Wann kommt so ein bisschen die Entwicklung von Flora? Und das hat ewig gedauert. Und wir müssen 6-7 Stunden Hörzeit, ja, Flora folgen, die Gedanken hat, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich verstehe nicht ihre Wut auf ihr Elternhaus, ich verstehe das nicht, ihr Problem mit ihrem Vater, mit ihren Brüdern, dieses komische Getue um ihre Mutter, warum da nicht einfach ordentlich getrauert wird, warum man, also das verstehe ich alles nicht. Ich verstehe nicht, was sie an ihrem Chef will, was das mit dem Klienten auf sich hat, was das mit den anderen Leuten im Dorf zu tun hat, was mit der Freundin in London. Ich verstehe so vieles nicht und ich verstehe das auch nach fast 13 Stunden immer noch nicht. Ich sitze so da und wurde mit Flora einfach nicht warm. Das ist wirklich wieder so ein Charakter, wo ich mir denke, wo ist die denn her? Also das, oh, so ist einfach kein Mensch. Und das kann mir auch keiner erzählen, dass so geballte Dummheit, Naivität und keine Ahnung was, alles wirklich so da einen Menschen gefunden hat und da 100% von allem zu finden ist. Der Schreibstil ist natürlich locker und leicht und er ist auch schön und die Beschreibungen der Insel Moor gefallen mir auch ganz gut und das mochte ich auch wieder sehr. Also dieses Inselfeeling, wenn man dann mal ans Meer kommt, wenn man auch in Schottland ist, wo ja das Wetter ein bisschen derber ist. Ich mag auch so der Hund, der darin eine Rolle spielt. Man bekommt schon einen guten Eindruck von der Gegend. Das kann die Autorin und die Autorin kann auch Menschen beobachten. Nur bei ihrer Protagonistin hat sie gefühlt total versagt, denn alle drumherum wirken viel echter, natürlicher, normaler, als es Flora tut. Und das finde ich tatsächlich unglaublich schade, denn alle anderen konnten sie mir näher bringen und mit denen habe ich mitgefühlt und mitgelitten und nur mit Flora nicht. Ich konnte so viel nicht verstehen und gerade dieses Verliebtsein in diesen Idioten von Chef, ach nein, das macht man einfach mit Anfang 30, was Flora ja wahrscheinlich sein wird oder Ende 20. Ich habe so den, ja, das war wieder so viel Klischee und das war so total unrealistisch, unmöglich und total idiotisch und dass keiner da ist, der diese Frau einfach mal schüttelt und ja, besonders der Einstieg war halt für mich sehr zäh, es hat sehr lange gedauert, bis überhaupt mal was passiert ist und es hat auch nicht so richtig gepasst. Ich sag mal so, die letzten 4 Stunden, also vielleicht so das letzte Drittel, hat mir dann schon ganz gut gefallen, dennoch werde ich die Reihe nicht weiterhören. Und ich glaube auch, hätte ich es gelesen und nicht gehört, hätte ich wahrscheinlich das Buch sogar abgebrochen. Das muss ich ganz klar sagen. Bei gelesenen Büchern fackel ich tatsächlich nicht so. Bei gehörten Büchern ist das halt immer mal so, dass dadurch, dass man ja auch so ein bisschen nebenbei durchaus zuhört oder eben einfach ja da sitzt, entspannt und hört,
anstelle es selbst zu lesen, ist das natürlich auch einfach so, dass man da ein bisschen mehr Geduld gefühlt hat, zumindest ich. Und ich glaube, bei einem echten Buch hätte ich wahrscheinlich nach dem ersten Drittel aufgehört und gedacht, was ist denn das für ein Mist? Also, oh, es ist schon, ja, es ist nie wirklich gut. Vielleicht sollte man sich auch einfach das letzte Drittel anhören. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Stimmen zum zweiten Teil sein werden. Werde, denke ich, da auf jeden Fall auch Rezensionen abwarten, insofern ich dieser Reihe überhaupt eine Chance gebe und auch der Autorin, weil mir ja auch der zweite Teil von der Bäckerei schon nicht mehr ganz so gut gefallen hat wie der erste Teil. Ich finde das so schade, man hätte daraus so viel machen können, aber ja. Ja, das soweit zu den Büchern der Woche. Nachdem ich so ein bisschen einen Fußball-Overflow hatte, habe ich mir auch mal einen Film angeguckt, und zwar Baby Driver. Ein Film, den ich eigentlich schon im Kino sehen wollte, erstmal irgendwie verdattelt habe, wie das ja ganz oft der Fall ist. Und ich habe mich mega gefreut auf den Film mit Ansel Elgort, den ich ja unglaublich liebe, seit Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Und auch seit Die Bestimmung bin ich ein ganz, ganz großer Fan von ihm. Und auch Kevin Spacey spielt in diesem Film mit. Und dann hat auch noch der eine Schauspieler mitgespielt, der den Ray damals gespielt hat. Ich habe den Namen schon wieder verdrängt. Ja, der hatte auch eine kleine Rolle. Ja, es geht ja in dem Film um Baby, der sehr früh seine Eltern verloren hat bei einem Autounfall und seitdem den ganzen Tag im Grunde Kopfhörer in den Ohren trägt. Es gibt dafür auch einen logischen Grund, den ich aber nicht erzählen werde. Und im Grunde seinem Leben immer einen Soundtrack gibt. Also er stellt sich die Musik auch so ein, wie sie gerade zu seiner Stimmung passen, zu seinem Tag passen und was er eben gerade so macht. Und er hat da 100.000 gefühlt MP3-Player und Tapes und keine Ahnung was. Und ja, er lebt im Grunde immer noch mit seinem Pflegevater zusammen, der leider nicht mehr sprechen kann und auch, glaube ich, so gefühlt taub ist. Und die unterhalten sich eben auch in der Zeichensprache, was ich sehr schön umgesetzt fand. Und ja, aber Baby hat eben ein großes Talent. Der ist nämlich eines großen Schwerverbrechers bester Fluchtwagenfahrer. Und das ist schon ziemlich verrückt. Also ja, das dachte ich so, hä? Aber es ist grandios gemacht. Also, das ist ein Film, der eine sehr platte Story hat, gar keine Frage. Die Geschichte ist nicht sehr hochgegriffen in der Kreativität oder in der Innovation. Aber ich finde, Ansel Elgort reißt es total raus. Er ist so ein geiler Action-Autofahrer, allein die Mimik dazu, das ist großes Kino. Und natürlich wird er die Autos nicht selbst gefahren sein, gar keine Frage, aber diese Action-Szenen waren wirklich Jason Bourne-mäßig und die habe ich unglaublich geliebt. Ich bin jetzt ja auch nicht der größte Action-Filmschauer, aber sowas reißt mich immer mit. Schnelle Autos, geile Verfolgungsjagden, sowas liebe ich tatsächlich. Und das fand ich hier auch wirklich großartig. Und auch so die Drumherum-Geschichte mit den Eltern, mit allerlei anderen Dingen, warum er das tut, was das mit der Musik auf sich hat, das ist natürlich schon irgendwie spannend. Es war jetzt nicht ein absoluter Highlight-Film, das ist wirklich gar keine Frage. Aber der Soundtrack war auch einfach wieder Hammer und hat mega Spaß gemacht. Und da ist mir dann auch so ein bisschen das Lied von Vincent Weiss wieder eingefallen. Es müsste Musik sein, es müsste immer Musik sein, egal wo man ist. Na, also es müssten dann halt hier Trompeten und Geigen erklingen oder was auch immer. Und das fand ich eigentlich so schön passend. Und ja, mir hat der Film gefallen. Es ist jetzt, glaube ich, auch kein Film, den man sich 2-3 Mal anguckt. Aber ich finde, er war einfach gut. Er hat mich unterhalten, er hat Spaß gemacht. Die Action-Szenen waren einfach der Hammer. Und auch Kevin Spacey war wirklich toll. Und es wird ja einen neuen Film mit Kevin Spacey und auch Ansel Elgort geben. The Luxus Boys? Nein, irgendwie sowas. Billionaires Boys, wo ich mich bei Kevin Spacey über das Boys so gewundert habe. Aber ich habe da nur einen Trailer gesehen, auf den ich auch schon gespannt bin. Der aber, glaube ich, erst Ende des Jahres oder nicht sogar erst Anfang nächsten Jahres irgendwie kommt. Aber hat mir Spaß gemacht, hat mich unterhalten. Jeder, der Actionfilme mag, wird seinen Spaß haben. Das Ende ist durchaus streitwertig, aber ich fand es tatsächlich ganz gut. Erinnert so ein bisschen überhaupt so an manche Elemente auch aus Oceans, aus der Oceans-Reihe, wenn man eben so als Krimineller, ich möchte ja nicht spoilern, aber er hat mir gut gefallen und er hat mich unterhalten, er hat Spaß gemacht und ich meine, mehr muss ein Film tatsächlich auch einfach mal nicht tun. Es muss nicht immer so ein lebensverändernder Film sein wie The Greatest Showman.
der ja theoretisch von der Story auch ein bisschen platt war, aber der Soundtrack einfach sauber ist. Aber ach ja, jetzt komme ich schon wieder in Schwärmen von The Greatest Showman. Ein Soundtrack, den ich nach wie vor überall höre und auch ständig gefühlt mitsinge. Und ach, ich habe so eine tolle Piano-Version entdeckt. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch die mal unten in der Infobox. Ja, fand ich einfach Hammer. Dann habe ich eine neue Zeitschrift entdeckt. Einfach sein. Ich hatte sie auch auf Instagram gepostet, ob die jemand kennt. Ich kannte sie nicht. Es ist tatsächlich schon die dritte Ausgabe. Sie ist mir das erste Mal über den Weg gelaufen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich sie überhaupt gefunden habe. Irgendwo ist sie mir über den Weg gelaufen. Und mich hat natürlich, also das Cover schon dadurch sehr angesprochen. Auch einfach so der Titel, umarme den Tag, ich will Freiheit ohne Grenzen und sei wie du bist, es kommt sowieso heraus. Und ich fand das, die Themen sehr, sehr spannend. Ich muss ehrlich sagen, es hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe 3-4 Tage daran gelesen, habe mir immer wieder einen Artikel ganz bewusst herausgenommen. Das heißt eben auch hier oben so schön, einfach fühlen, einfach denken, einfach inspiriert, einfach ich, einfach sein. Und ich finde, das passt sehr gut so gerade zu meiner Laune, zu meinen Gedanken, zu meinen Dingen, die mir wichtig sind. Und ich kann die absolut empfehlen. Also jeder, der die Flow mag, die aber vielleicht ein bisschen zu künstlerisch findet. Jemand, der auch so die Hücke sehr gerne mag, ist einfach bei der Einfachsein absolut auch richtig. Weil ich finde tatsächlich, dass die ein bisschen tiefgründiger ist, dass die sich mehr Zeit für ein Thema nimmt und das auch so von mit verschiedenen Berichten auch so ein bisschen beleuchtet. Und das finde ich tatsächlich sehr schön, sehr angenehm, dass man eben so einen Rundumblick auf die Dinge bekommt. Und ja, das hat mir hier sehr gut gefallen. Und ich glaube, für 5,90 auch wirklich, ja, sie sind natürlich immer teuer, das ist gar keine Frage. Man könnte jetzt auch sagen, 2 so Magazine ergeben im Grunde eine broschierte Ausgabe. Das muss natürlich jeder selbst wissen. Ich fand die 5,90 gut investiert. Mir haben die Artikel gut gefallen. Ich habe auch ein bisschen was mir hier drin markiert. Und ich ja, fand das auch einfach toll gemacht. Auch von den Bildern, die hier gewählt wurde. Und ja, mir hat sie sehr gefallen. Ich werde die Augen offen halten und auch mir mal rausschreiben, wann die nächste erscheint, damit ich da ein Auge drauf haben kann. Und ich fand zum Beispiel auch da hinten das letzte Bild, ich hoffe, man sieht es jetzt ein bisschen mit der Softbox, die ich tatsächlich Ende Juni aufbauen muss, weil es den ganzen Tag gefühlt zu dunkel ist. Aber ja, also die hat, der Hund hat es mir total angetan. Also wirklich großartig. Und ja, also auch eine Empfehlung von mir. Wer sowas gerne liest an Magazinen, der ist hier absolut richtig. So, und das war es jetzt, glaube ich, auch. Ich habe, glaube ich, alle Themen so in meinem Kopf rausgelassen, kann sie jetzt sozusagen von der Liste streichen, der imaginären. Und ja, habe über die Bücher gesprochen, Filme. Ja, ich habe, glaube ich, nichts vergessen. Und ja, hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner Bücherwoche. Vielleicht habt ihr ja auch ein Highlight-Buch in dieser Woche oder im Juni gelesen. Heute ist ja schließlich schon der letzte Tag im Juni. Schreibt mir das gerne, was vielleicht auch einfach so ein bisschen euer Highlight ist, was ein Buchtipp von euch ist. Immer gerne her, auch was ihr gerade aktuell so lest. Ob ihr eins der Bücher vielleicht kennt, die ich vorgestellt habe, würde ich mich sehr über den Austausch freuen. Und nochmal, ich freue mich natürlich, wenn ihr es heute irgendwie nach Berlin schafft. Darüber werde ich mich natürlich auch sehr freuen und auch die Kingsianer würden sich darüber natürlich freuen. Und ich ja, danke euch jetzt einfach fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.